liebe Zuschauer, ich kann Ihnen eins sagen, die Rahmenbedingungen, die passen hier aber sowas von. Zwei Mannschaften, beide motiviert. Wir gehen von einer ausverkauften Arena aus. Und das hat auch durchaus seinen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit. Sonnenschein, wunderbar, angenehme Temperaturen, kein Wölkchen zu sehen. Also, es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Es gibt ja immer wieder Spieler, Hansi, die den Ton angeben. Aber wer spielt hier das komplette Lied? Ich glaube, das wird ein Mann sein, der eine ganz besondere Fähigkeit. Das ist die Möglichkeit. Messi. Boah, jetzt erstmal durchatmen. Baba. Der kommt weit nach vorn. Thiago. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Was für ein dickes Ding. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Cristiano Ronaldo. Gefährlich. Da ist das Ding. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich lege mich da fest. Kein Torhüter der Welt hätte den da. Präzise und hart. Manchester United wird hier schon in der Anfangsphase eiskalt erwischt. Van Dijk einfach mit gutem Stellungsspiel. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Physisch enorm präsent. Das ist Cristiano Ronaldo. Da verheddert er sich. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Der könnte durchkommen. Chiellini gewinnt den Ball für sein Team zurück. Kommt der an? Pogba mit der Möglichkeit. Der ist drin. Manchester United gleicht diese Partie aus. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Perfekte Kopfballtechnik. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Wir sind auf Remiskurs. Ein Gegentor ist auch ein Nackenschlag und dann stellt sich natürlich die Charakterfrage. Ja, das gibt Freistoß. Messi. Und da ist der Unterschied. Leckeriert, der Schnitt, ja, einmal Niederschlag. Und sie liegen wieder vor. Perfekt platziert. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig. Da ist die Möglichkeit. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Mittlerweile reden wir hier von einer Zwei-Tore-Führung. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Cristiano Ronaldo. In einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken. Einfach mal schießen. Ein Monsterding, aber nicht platziert genug. Gar nicht schlecht, dieser Schuss aus der Distanz. Und er hätte ins Tor gehen können. Thiago.
Das ist die Chance zum schnellen Konter. Die Möglichkeit für Ronaldinho. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Wunderbarer Einsatz. Ein sensationelles Tackling. Und Cristiano Ronaldo ist durch. Riese und es ist passiert. Was für ein Katapultstart. Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. Der Hattrick ist perfekt. Er ist heute... Er bringt ihn. Mit den Fingerspitzen noch dran. Sie lassen ihn dribbeln durch die Mitte. Er kommt zum Abschluss und Sie können vom Glück sagen, dass er nicht den Ball im Kasten unterbringt. Er geht auf Nummer sicher. Vieira. Cristiano, er versucht's. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Das hat er sensationell gemacht. Die Ballkontrolle, die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und wie er dann zum Abschluss kommt. Das ist fast Weltklasse. Manchester United. Verkürzt auf 2 Tore. Da war er voll auf der Höhe. Ball ist klar im Aus, muss Einwurf geben. Ein verschenkter Einwurf. Vieira. Messi. Vieira. Vieira. Nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Cristiano Ronaldo und die Möglichkeit. Ein letzter gefährlicher Moment für den Torhüter, aber jetzt ist Halbzeit. Ist sehr hilfreich. Mit ein paar richtig guten Ansätzen in dieser Schlussphase, aber dann muss man auch die Chancen versenken. Überhaupt keine Frage. Das, was Sie sich bisher erarbeitet haben, das ist komfortabel, aber das ist noch keine Sieggarantie. Ganz schön viele Treffer sind gefallen und eine 2-Tore-Führung steht zu Buche nach den ersten 45 Minuten. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Seherenfeld zeigt in der zweiten Hälfte eine neue Ausrichtung. Schauen wir einmal. Abschluss. Er sitzt. Sehr viel besser kann man in eine zweite Hälfte nicht starten. Absolut beeindruckend. Und da steht die ganze Hintermannschaft wie die Statisten. Sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbling. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Und damit brauchen sie nur noch eins. Also wer gedacht hat, die Jungs sind besiegt, die kommen nicht mehr zurück, der ist jetzt zunächst mal eines Besseren belehrt. Sie sind wieder dran. Beckham und auf die wilde Fahrt. Beckham spielt ihn nach innen. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Und dann ist Endstation bei Fabinho. Messi. Fabinho. Das ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Cavani. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Ja, Ball ist draußen. Messi. Rüber, nach rechts. Jetzt ist Übersicht gefragt. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Jetzt müssen Sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Ja, da beweist der Auge. Erstmal geklärt.
zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Und der Konter läuft. Messi. Beckham. Beckham macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Beide bringen neues, frisches Personal. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein. Er schießt. Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Es war wirklich an der Zeit, dass sie nachgezogen haben. Und er knipst dieses Ding hier einfach weg. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen. Und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt. Sie haben es ausgenutzt. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Dem gelingt heute einfach alles, wenn der mich nach dem Spiel ins Spielcasino einlädt. Ich gehe gerne mit. Das wird hier so langsam eine ernsthafte Bewerbung um den Titel-Comeback der Saison. Den Ausgleich haben sie auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt ist natürlich die große Frage, wollen sie noch mehr, wollen sie den Sieg? Lukaku wird hier klar gefoult. Fabinho. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Das ist Lukaku. Starker. Er sieht du ein Supertor. Sie gehen wieder in Führung. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Genau darauf haben wir gewartet. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. SC Heerenveen muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Super, öffnender Pass. Einfache, aber sinnvolle Rettungsstart. Jetzt oder nie, die Zeit wird langsam knapp. Der Punkt ihn einfach hinten raus. Ein Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was.
Cristiano Ronaldo. Manchester United muss den Ball jetzt ganz schnell irgendwie vors Tor kriegen. Ob das noch was wird? Pogba mit der Möglichkeit. Erstmal aus damit. In Richtung Tor. Das entscheidende Tor mehr, auch wenn der neutrale Beobachter sagen wird, dass ein Unentschieden gerechter gewesen wäre. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Sie haben ein frühes Tor gemacht, die Fans haben auf den Sieg gehofft und am Ende wurden sie nicht enttäuscht. Eines muss ich noch sagen, vielen, vielen Dank, Hansi Küpper, für deine Unterstützung am heutigen Nachmittag. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten.